Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier zu City Skylines. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge 9 unseres Longplays. Und toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielen, vielen Dank für die tollen Kommentare und die Daumen hoch. Das bedeutet, es macht euch Spaß, es macht mir Spaß. Und das ist die Hauptsache, dass wir hier freudig unsere Stadt bauen können. Ja, was machen wir diese Folge? Also, erstmal möchte ich ein Versprechen einlösen, was ich der Annette gegeben habe. Viele Grüße, liebe Annette. Wir bauen heute das Krankenhaus auf in das neue Wohngebiet, was ich hier oben ein bisschen erweitern möchte. Aber wir werden auch im Industriegebiet was bauen, und zwar einen zweiten Güterzugbahnhof. Und was ich in der letzten Folge leider nicht aufgenommen habe, ich ärgere mich da auch ein bisschen drüber, ist, da wir ja ein starkes Gewitter hatten, es sind so einige Einschläge gewesen von Blitzen auf unser Energiesystem. Hier zum Beispiel, da ist noch eine Ruine, und ja, das habe ich leider nicht mit aufgenommen. Es war super interessant, fand ich, weil hier alles ausgegangen ist, und ich dachte, Moment mal, was ist los? Und ja, da ist mir aufgefallen, dass die Blitzeinschläge, über die ich mich in der letzten Folge so gefreut habe, gar nicht so freudebringend waren, sondern eher unheilbringend. Naja, gut, okay. Ja, kommen wir zu Annette. Die hat sich ein Krankenhaus gewünscht. Ich weiß nicht, ob das so nötig ist. Wir haben einen kranken Bürger. Aber es geht ja um A, mein Versprechen. Ich habe gesagt, ich baue es, also baue ich es auch. Es kostet nur 2,4 im Unterhalt pro Woche. Wir sind steinreich, ne? Und es geht natürlich um Prestige. Und ich möchte natürlich hier auch ein Prestige-Objekt verwirklichen. Aber fangen wir mal mit etwas ganz anderem an. Und zwar würde ich mir gerne einen unserer Sims mal raussuchen. Und mal schauen, was er oder sie, man weiß es ja nicht, er, sie oder allgemein die Sims hier so treiben. 16.974 Möglichkeiten. Einer wird es sein. Einer oder eine wird der oder die Glückliche werden, die ich mir jetzt raussuche. Ich zoome hier einfach mal rein. Ne? Einfach mal, wo ich jetzt hier bin. Einfach mal reinzoomen. Und hier haben wir schon einen Kandidaten gefunden. Wer ist es? Siofan Roberts. Siofan? Das ist doch ein weiblicher Vorname, glaube ich. Siofan Roberts. Eine gebildete Seniorin. Fahrziel Heimwerkermarkt auf dem Rentner-Porsche. Ja, hör mal. Also ich habe ja schon gehört, dass die Oma mit dem Motorrad durch den Hühnerstall fährt, aber mit dem Rentner-Porsche auf der Hauptstraße? Sag mal, geht's noch? Das muss ich begleiten. Also wir folgen der mal auf dem Weg zum Heimwerkermarkt. Okay. Wilde Fahrt. Von Omi hier über die Straße. Omi, fahr nicht so schnell. Omi? Omi! Hat wahrscheinlich ihr Hörgerät wieder ausgeschaltet. Omi! Schalt ein Hörgerät ein. Na egal. Ich bin gespannt, wie sie so fährt. Aber es ist schon rasant, finde ich. Jetzt kommt die erste T-Kreuzung. Und? Oh ja, ihr Oma ganz souverän. In den Kreisverkehr. Jawohl. Und jetzt gibt's die Gas. Oh. Ja, die hat wahrscheinlich auch Senioren-GPS in der Kiste. Boah, du meine Güte. Da ist aber auch ein Verrückter. Ey, schneide meine Oma nicht. Was ist denn mit dir los? Oma, komm. Lichthupe. Ja, Senioren-GPS ist folgendermaßen. Es zeigt dir nicht nur, wo du bist, sondern auch, warum du dahin wolltest. So, sie parkt jetzt hier. Au. Am Rand. Und woher geht sie hin? Zum Heimwerkermarkt. Alles klar. Das kann natürlich jetzt dauern im Heimwerkermarkt. Man kennt das ja, bis man da jemanden findet, der einem weiterhilft und sich vielleicht nicht hinter der Theke versteckt. Das kann dauern. Aber hören wir doch mal rein. Omi, was machst du denn Schönes? Ja, hallo. Ich brauche 20 Meter WLAN-Kabel. Wo ist bitte die Elektroabteilung? Ja, okay. Omas, ne? Und ihr WLAN-Kabel. Versteht ihr? WLAN-Kabel. Okay. Ja, wir warten mal ein bisschen ab, was sie so macht. Hier
ist eine Ruine. Oh, was ist los? Oh nein! Omi ist verwirrt! Oma, wo bist du denn? Sie ist verwirrt und in das Auto da eingestiegen. Oma, das ist nicht dein Auto. Das ist nicht dein Auto. Oma! Jetzt ist sie weg. Okay, also... Da. Arbeitslos und verwirrt. Unsere Omi. Hallo? Arbeitslos und verwirrt, ja. So schnell kann das gehen. Wir gehen mal ganz schnell hier wieder raus. Tschüss, Omi. Viel Spaß. Die wird wahrscheinlich vom Heimwerkermarkt irgendwann nach Hause finden. Wir legen los. Und zwar bauen wir jetzt erstmal unser Krankenhaus auf. Ich würde die Straße hier gerne mal ein bisschen ändern. Und vielleicht nehmen wir dann dieses Areal hier, um das Krankenhaus aufzubauen. Wir beginnen natürlich auch mit einem Park. Jetzt müssen wir schauen. Hier so ein Park mit Bäumen finde ich eigentlich ganz gut. Es ist die Frage, sollen wir hier eine große Straße draus machen zuerst mal? Vierspurig zum Beispiel mit dekorativen Bäumen. Können wir machen. Ich glaube, das mache ich mal. Ja. Dass es ein bisschen größer wird. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, auf jeden Fall schon mal dann auch das dicht besiedelte Gebiet wieder zu nehmen. Hier haben wir so einen kleinen Streifen mit kleinen Häuschen. Dann machen wir hier einen Streifen mit großen Häuschen. Denn ich denke mal, die Nachfrage ist auf jeden Fall gut und wird auch weiter steigen. So, wir nehmen zuerst mal den Park mit Bäumen. Setz den mal hier hin. So. Zum einen, dann ziehen wir am besten erstmal einen Pflasterweg da rein. Jetzt habe ich gemerkt, man kann nicht ganz nah ran. Also man muss auf jeden Fall eins freilassen. Oder zwei, also hier so, ne? Also das ging jetzt nicht. Das geht. So, mal entspannt hier rüber. Dann haben wir auf jeden Fall den ersten Weg angeschlossen. Ja, Strom, ich weiß, Strom kommt noch. Na, warum der das hier nicht macht, das nervt ein bisschen. So, hier kommt noch ein Weg rein. Und dann können wir noch einen Weg drumherum bauen vielleicht. So, so hätten wir auch ein bisschen Möglichkeiten, da ein bisschen was reinzusetzen. An Dekorationen. So, dann zuerst das Krankenhaus. Hier zentral rein. Vielleicht lasse ich da auch nochmal einen Streifen frei. So. Das Krankenhaus. Begeisterung. Und es dürfte jetzt auch einen positiven Effekt haben auf die Nachfrage unseres Wohngebietes. So, dann nehmen wir nochmal den Park. Mal schauen, wie viel müssen wir freilassen? 3 Stück. Zack, hier hin. So, ja, Freude! Die gehen natürlich jetzt total steil hier mit den Parks. Sagen ja super. So. Den Park schließe ich mal hier an. Und dann führen wir noch einen Weg dran vorbei. Oder können wir es ganz nah dran vorbeiführen? Ja, das ist doch super. Ja, sieht doch herrlich aus. Also das Krankenhaus mit Parkgebiet. Super, okay. Ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, hier vielleicht so einen botanischen Garten noch hinzusetzen. Sehe vielleicht gar nicht schlecht aus. Oder auch die kleinen Gebiete hier nochmal mit einem Karussellpark zu bestücken. Oder hier so eine Hüpfburg. Das müssen wir mal schauen. Ein kleiner Park. Vielleicht noch hier hin. Oder reicht das erstmal? Ich weiß es nicht. Also ich würde ja gerne hier so einen botanischen Garten noch mit hinsetzen. Ich glaube, das mache ich mal. Dafür bauen wir mal eine Straße hier rein. Hm, ah ne, das war zu wenig. Ich probiere es einmal so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig bin. Ah ne, das war eins noch zu wenig. So. Das muss ein bisschen weiter. So sieht doch ganz gut aus.
Und dann schließt natürlich auch hier wieder den Weg an. Und hier auch. So, und dann haben wir doch was gekonnt, ne? Sieht wunderschön aus. Mach die Ansicht mal aus. Und jetzt haben wir hier die natürliche Ansicht auf unser neues Krankenhausgelände. Ach, schön. Gut gemacht, Bürgermeister. Meiner Meinung nach sehen gelbe Maisfelder viel besser aus als schmutzige Fabriken. Ach, vielen Dank. Eine leichte Industrienachfrage haben wir auch. So, hier ist ein Baum gestorben. Kann den bitte jemand wegräumen? Bitte. Und auch hier der Botanische Garten mit den Brunnen und den Beeten. Richtig schön. Ja, wir können selber natürlich auch Dekorationen setzen. Hier in Form von Bäumen oder auch Steinen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, hier solche einzelnen Sachen zu setzen. Pavillons, eine Bank, großer Springbrunnen und so weiter. Naja, so groß ist er nicht. Also, das ist groß. Ja, also das ist ja kein großer Springbrunnen im Vergleich. Ne? Also, es liegt im Auge des Betrachters. Dann haben wir hier noch eine edle Bank. Schön. Ich komme leider nicht näher ran. Aber die Edelbank könnte man natürlich auch hier hinsetzen. Zum Beispiel hier an diese Laterne. Ah, das Drehen ist immer ein Krux hier. So. Ich setze die Bank mal hier an die Laterne ran. Sehr edel. Na gut, okay. So, dann haben wir vielleicht noch ein edles Spinnrad. Was? Das ist das Spinnrad und das ist das Edelspinnrad. Ja, was spinne ich denn? So, dann hätten wir noch eine Rutschenanlage. Edle Rutschenanlage. Warum das edel ist, keine Ahnung. So, und, oh ja, die Reiterstatue. Jawohl. Von Bibi und Tina. Auf Amadeus und Sabrina. Die setze ich jetzt hier mal in die Ecke rein. So. Das war der Reiter von Lakedale. Wer kennt ihn nicht? Ich. Außerdem noch jemand, den ihn nicht kennt? Ja, ich. Na, okay. Gut, keine Sau kennt ihn, aber ist auf jeden Fall sehr berühmt. So, dann haben wir hier noch ein Schild. Parkschild 1. Ein einzelnes Standschild. Ach, ist gut. Dann setze ich das hier auf den Rasen und wir schreiben drauf, Rasen betreten verboten. Und jeder fragt sich, wie ist dieses Schild dahin gekommen? So, haha. Trick 17. So, dann haben wir noch ein weiteres Parkschild und Parktischgarnitur. Aber das ist ja schön. Wir machen Betreten des Rasens verboten und machen hier schöne Garnituren rein. Nein, so fies bin ich nicht. Dann haben wir hier noch eine Parktischgarnitur 2 und eine Mülleimer. Oh, komm, der passt vielleicht hier neben die edle Bank, so, und vielleicht noch ein paar Blumenbeete rein. Oh, das wird schön, das wird schön. Ja. Man hat uns ja drum gebeten, ne? Ein Wortspiel. So, sieht doch gar nicht schlecht aus. Also da könnt ihr ja euch austoben und natürlich selber so ein bisschen was gestalten. Und hier haben wir natürlich auch andere Beete, aber das finde ich eigentlich ganz schön. Eine Hecke haben wir auch. Kleine. Dann haben wir noch einen Imbiss. Jawoll. Ist natürlich auch gut, hier so ein Imbiss ans Reiterdenkmal oder an den Botanischen Garten gesetzt. Vielleicht setzen wir den auch hier vorne ans Krankenhaus. Ne? Also der macht richtig Umsatz hier, der Imbiss. Ja, mal hier auf die Ecke. Kartoffeln, Kartoffeln und Gemüse. Hier frisch vom Bauern. Sehr schön. Und dann hätten wir noch einen zweiten Imbiss, der den direkt mal Konkurrenz macht. Setzt hier auch mit rein. So, wunderbar. Haben wir noch einen anderen Weg. Zum Beispiel hätten wir noch so einen Kiesweg. Kann man hier auch noch reinbringen, aber ich habe mich jetzt so am Beton gewöhnt. Das ist schon in Ordnung. So. Da führen wir hier noch einen Weg dran vorbei. Da führt kein Weg dran vorbei.
Also insofern machen wir das vielleicht nochmal so. So. Und hier kann ich leider wieder nicht anschließen. Oder? Ne. Oder? Ah doch! Ja, es geht. Schön. Ja, vielleicht noch ein paar Sachen in den Park auch selber noch rein. Ein Eiscremewagen. Oh ja, bitte. Und die Bank hier ist super platziert mitten auf dem Weg. So, hier kommt noch ein Eisdielenwagen hin. Gelati, Gelati. Kommen Sie ran und lecken Sie mich, wenn Sie nicht kaufen. So, hier noch einen Sandkasten hin. Ach schön, da können wir uns richtig austoben. Wir haben eine alte Kanone. Klasse. Die alte Kanone kommt vielleicht auch hier zu dem Platz, ne? Damit wir auch noch was haben. Die alte Kanone aus dem Unabhängigkeitskrieg von Lakedale. So, weil es mehrere waren, wo man hier direkt mal drei Stück hin, sieht auch gut aus. So. Vielleicht hier nochmal so eine Tischgarnitur. Oder auch eine Parkstraßenleuchte. Naja, das sieht nicht gut aus. So, soll mal reichen. Ich glaube, es reicht. Sieht doch wunderschön aus. Jawoll. Also mir gefällt's. Okay, dann ja, bauen wir hier noch ein bisschen Straße weiter. Vielleicht hier so. Und dann schließen wir das Ganze hier hinten an. Ah, so ein bisschen schief, aber egal. Und dann machen wir hier noch Wohngebiet rein. Moment. War eins zu wenig? So. Vielleicht mal so. Und dann hier rüber. Und dann nochmal hier in die Mitte. Ein Feld passt nicht. Egal. Oh, das ist aber eine üble Kreuzung. Besser mal so. Dass wir nicht zu viele Kreuzungen haben. Ich lasse das mal so. Und dann natürlich auch erstmal gucken, haben wir Wasser? So, und hier nochmal in die Mitte. Wunderbar, da hätten wir hier noch Möglichkeiten, auch wieder Wohngebiet zu machen. Ist jetzt nochmal dicht besiedeltes Gebiet hier rein. An dem Park auch. Mal gucken, ob wir das so halten können. Hier unsere schönen Beete. Moment, 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 Moment. Halt, 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 halt. Wenn wir so schnell gebaut, nicht komplett füllen, sondern nur bis zu den Kanonen hier zum Beispiel. Also ich will das nicht zubauen. Ich lasse es nur mal hier. Ne? So. Und das möchte ich eigentlich auch nicht zubauen, die Aussicht. Eine gute Frage, was können wir denn da noch an Park reinsetzen, zum Beispiel? Hier, so ein bisschen japanischer Steingarten vielleicht, das sieht besser aus. So, einfach mal drei japanische Steingärten rein. Das sieht doch gut aus. Oh nein, ein Gebäude steht in Flammen. Oh Gott, die Feuerwehr brennt. Ach ne, die Oberschule brennt. Ich dachte, das Feuerwehrgebäude brennt. Das wäre ja was. Ne? Ja, wie könnte das passieren? Ja, keine Ahnung. Okay, weiter zum Gewerbegebiet. Da, ja, wie ich befürchtet habe, ist die Nachfrage momentan nicht so hoch. Ich baue die Ruinen mal ab. So. Und wir erweitern ein bisschen das Industriegebiet. Jetzt ist die Frage, bauen wir hier erstmal den Güterzugbahnhof auf? Ich würde sagen, ja. Und wohin kommt das Ganze? Hier vielleicht an den Kreisverkehr ist es ganz sinnvoll. So weit wie möglich zurück. So. Oh ja, die freuen sich. Ja, juhu. Und dann bauen wir die Strecke. Jetzt würde ich natürlich auch gerne vielleicht auch direkt den normalen Bahnhof damit dran bringen. Wie mache ich denn das?
Passt das hier in 1? Ich glaube nicht, ne? Das wäre mal interessant, ob wir die gleiche Strecke nehmen können. Ich baue den mal hier hin, an die Straße. Ne, Gefälle ist zu steil. Das Gefälle ist zu steil, alles klar. Vielleicht müssen wir den hier hin verschieben irgendwo. Ich platziere den mal da. So. Gucken, ob wir das irgendwie anschließen können. Jawohl, das sieht doch schon mal gut aus. So wie mit einer kleinen Schrankanlage gesichert. Sehr schön. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichend sein. Also hier wird einiges an Zügen ein- und ausfahren. Aber das ist schon mal gut. Dann hätten wir jetzt also hier den Güterzugbahnhof ganz am Ende. Und hier vorne den normalen Bahnhof für die Passagiere. Denn ich möchte natürlich auch den Sims die Möglichkeit geben, hier von der Hauptstadt von Downtown direkt ins Industriegebiet zu fahren. Und es ist schon wieder Gewitter. Oh Gott, jetzt passe mal wirklich auf, wo die Einschläge dann landen. Nicht, dass unser Energiesystem wieder drunter leiden muss. Großartige Stadt! Das Solarkraftwerk ist jetzt verfügbar. Und ein drittes Darlehen. Wie schön. Ja, das Solarkraftwerk ist natürlich super. Schauen wir uns direkt mal an. Das Solarkraftwerk produziert mit seinen großen Solarmodulen Strom, die in unterirdischen Stromspeichern gespeichert werden. In der Nacht verteilt das Solarkraftwerk den gespeicherten Strom und trägt so selbst nachts zur Stromproduktion bei. Hui, 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 hui. Okay, im Moment noch nicht nötig, aber könnte nötig werden. Was ist hier, Verbrecher? Um Gottes Willen, vielleicht brauchen wir auch noch eine neue Polizeiwache. Irgendwohin, weil hier ist ja noch gar nichts an Polizei. Na, das müssen wir auch mal ändern. Gerade jetzt, wo die Bahnhöfe da sind. Man kennt ja die Bahnhöfe, die sind richtig mordsgefährlich. Ich baue am besten hier mal ein großes Polizeirevier vielleicht hin. Wer weiß, was noch so alles kommt. Oder reicht auch ein kleines? Oh komm, ich baue mal ein großes, egal. Eine Güterzugbahnhof. So, und vielleicht noch eine Feuerwache. Hier in das andere Gebiet. Auch eine große dann. Damit hier nicht schief geht. Vielleicht hier oben hin. So. Haben wir wieder was für unsere Sicherheit getan. Wie schön. So, hier fehlt auch eine Feuerwache. Wow. Achtet mir bitte auf diese Blitze. Also, nicht, dass das schief geht. So, hier ist eigentlich eine gute Stelle. So. Und Polizei, ja, wird die wahrscheinlich auch freuen. Setze ich mal hier hin. Alles klar. Ja! Flop, 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 flop. Alle glücklich, alle happy. So, dann schauen wir nach der Stromversorgung. Ist irgendwas unterbrochen worden? Ist alles gut? Hier vorne, da ist noch die Ruine. Vom letzten Mal. Das habe ich gar nicht mit aufgenommen. Es tut mir leid, wie gesagt. Es, ja, ist außerhalb der Aufnahme passiert. Ich habe mich so gefreut über die ganzen Einschläge und dachte dann, Moment mal, ich habe gar keinen Strom mehr. Hoppala. Und da hatten die Blitze hier die Leitungen zerstört und ich habe leider auf dem Moment nicht geachtet und dachte, okay, ich habe die Aufnahme nicht gestartet. Naja, jetzt sehen wir es vielleicht nochmal beim aktuellen Gewitter. Ich hoffe, es geht gut. So, dann hätten wir auf jeden Fall das hier angeschlossen. Jetzt brauchen wir hier noch Strom. So, vielleicht hier mal über den Kreisverkehr gelegt. In das Gebiet rein. Und dann bauen wir weiter die, die Linie weiter, die Gleise. Jetzt würde ich gerne hier runter in den Boden, aber ist leider diese Straße im Weg. Ich glaube, die muss man ganz kurz abbauen. Ich lasse den Traktor noch rüber. So, und dann baue ich das ab. Und wir führen jetzt
die Eisenbahnlinie nach unten. So, also in die Tiefen. Und dann hier einmal Abkürzung rüber. Wo muss ich raus? Ich würde es gerne hier rauskommen lassen. So. Dann gehe ich hier wieder nach oben, denn wir brauchen natürlich eine schöne Brücke. Habe ich mir gedacht, ne? Ja. Das sieht ganz gut aus. So, jetzt hier kommt die Eisenbahnbrücke rüber. Wunderbar. Dann hier so ein bisschen schräg. So, und jetzt würde ich gerne nach oben gehen. So. So, jetzt müssen wir den Park leider umbauen. Na. Den verschiebe ich jetzt am besten mal hier rüber. Dass den Leuten nicht zu weh tut. So. Und wir reißen die Wege mal ab. Ist die Frage, wie weit kommen wir an die Uni? Ja, müsste eigentlich genau dran vorbeipassen. So. Und dann bauen wir hier den nächsten Bahnhof dann auf. Und schließen dann hier auch natürlich die Strecke an. So. Ja, sieht auch ganz gut aus, finde ich. Der neue Bahnhof. Und man kann von der Uni dann direkt in den Zug steigen. Aber wir müssen noch irgendwas mit Wegen machen. Irgendein Weg muss hier noch rein. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, einmal hier drüber. Als Fußweg. Ja, jetzt bauen die natürlich hier ein Haus, ist ja klar. Natürlich. So, tut mir leid. Das ist zu knapp. Och Mist. Da müssen wir doch hier rüber. Tut mir leid, ich habe das Haus für ganz umsonst abgerissen. Ups, okay. So. Ja, danke euch auch nochmal für den Tipp. Hier mit dem Dransetzen an die Straße. Es ist tatsächlich so, dass wenn man nicht drüber nachdenkt, es viel, viel besser geht. So, sorry. Ja. Also nicht dieses Hochsetzen, sondern, also nicht so machen, sondern hier einfach ganz normal das Ganze behandeln. Dann snappt das viel besser dran. Danke für den Tipp. Habe ich auch mal wieder was gelernt. So. Und hier funktioniert es natürlich nicht, ne? Klar. Da habe ich mich gerade dafür bedankt. Mensch. So. Ah, es ist ein Rätsel, ne? Manchmal. So, den Fußweg führe ich jetzt wieder runter. Und dann hier raus. Oh, das schöne Gebäude muss jetzt für den Fußweg weichen. Ach, nee. Das machen wir anders. Machen wir hier so das Kleine mal weg. So. Bisschen schief, aber es geht. Na, auf jeden Fall haben wir dann Fußweg jetzt von der Uni zum Bahnhof und vom Bahnhof dann hier auch rüber. Wir könnten auch noch einen Fußweg machen. So. Oh, auch wieder ein schönes Häuschen.
möchte es nicht kaputt machen. Ich mache nur das kaputt, was ich bereit bin zu verlieren. Das hier zum Beispiel. Oh, nein. Ah, Mist. Das wollte ich nicht. Sorry. Ey, ist auch egal. Jetzt ist es egal, jetzt ist es weg. So. Hup. Es tut mir leid. So. Ist es richtig angeschlossen? Nee. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ist das hoch? Es tut mir leid, ich bin irgendwie heute nicht so entscheidungsfreudig. Ja, da müsst ihr dann runterspringen hier, ne? Tut mir leid. Was ist denn heute los, Mensch? Nee, das funktioniert alles nicht heute. Ich mach das jetzt mal so. Hier rüber. So. Ey, das gibt's doch keinen. Warum warum schließt er das jetzt hier nicht an? Ich fass es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Da muss ich es extra so anschließen, oder was? Gefälle zu steil. Hä? Was soll denn das? Ist bereits belegt. Ja, super. Okay, ja. Sehr sinnvoll, das Ganze, ne? Also, weil das hier nicht anschließt. Egal. Oder habe ich hier Mist gebaut? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall einigermaßen okay aus. Und ich lasse es so. Wir bauen weiter unsere Bahngleise. So, jetzt muss ich hier wieder hoch wahrscheinlich. Einmal hoch. Zweimal hoch und dann hier durch die Häuser durch. So, sorry. Peng. Einmal kaputt gemacht. So, wo muss ich hin? Da hinten. Einmal hier durch das kleine Gebiet. Und dann wieder nach unten. So. Und hier dran. Ah, wir haben es. Sehr schön. Dann vielleicht nochmal hier eine Verbindung rüber. Dass die Züge auch hier fahren können. Und jetzt haben wir die Verbindung angeschlossen. Es läuft. Jetzt bin ich auch gespannt, ob das auch hier funktioniert. Sollte es eigentlich. Und wie viele Passagiere haben wir? Intercity. Züge sind erlaubt, ist ja klar. Sie können per Markierung bestimmen, ob Intercity-Züge an einem Bahnhof anhalten sollen oder nicht. Wird ein Bahnhof für Intercity-Züge nicht markiert, werden diese ohne Halt hindurch gefahren. Ja, klar. Also hier kann man ausschalten, Intercity-Zug erlauben oder nicht. Natürlich erlaube ich das. Und wir haben unsere Zug- und Bahnhofssituation ja richtig gut umgesetzt, finde ich. Strom. Wie sieht's aus? Es ist, glaube ich, gut gegangen. So, hier fehlt noch Straßenverbindung. Hier drüber. Mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Ah. Vielleicht so und dann hier nochmal geändert auf zweispurig. Und da ändere ich auch mal die Straße hier auf die ganz normale zweispurige Straße. Das haben sie sich jetzt verdient. Auch hier der Bahnübergang muss ein bisschen moderner werden. So, ganz wichtig natürlich hier auch wieder zweispurig. So, dann haben wir das. Cool. Sieht doch ganz gut aus. Die Kühe sind auch begeistert. Nö. Okay. Jetzt bauen wir die Industrie weiter auf. Ich möchte jetzt hier eigentlich die Forstindustrie weiter voranbringen. So. Das wird alles normale Straße. Ja, die Brücke würde ich gerne so lassen. Die
ist so schön. Die lassen wir so ganz klassisch. Ach ja, und wir können neue Abwassertechnik einsetzen. Und zwar hier die Wasseraufbereitungsanlage. Das machen wir jetzt. Die setze ich jetzt einfach mit hier ran. Ich denke mal, 4 Stück sollten jetzt reichen, um die Abwasserklärung auf 600.000 zu bringen. Und sobald die jetzt laufen, Strom braucht es natürlich auch, werden wir entsprechend die alten abschalten. Verfügbarer Strom geht runter. Wir brauchen eine Alternative und da baue ich doch jetzt mal das erste Solarkraftwerk. Es ist soweit, hier in unsere Stadt auf. Richtig, richtig toll. Jawohl. Herrlich. Vor allem das hier sieht super interessant aus. Wie so ein Gebläse, wie so ein riesiges Gebläse, so ein modernes. Wo man die Hand durchstecken kann. Vielleicht kennt ihr sowas. Habe ich auch zu Hause. Sieht sehr spacig aus. Okay. Ja, Forstindustrie. Dann fangen wir hier an. So. Mal gucken. Ich glaube, das reicht. So, vielleicht direkt hier an die Bahnhöfe nochmal Industrie reingesetzt. Ah, schön. Einfach nur schön. Strom und Wasser ist da. Ja. Super. So, der Güterzugbahnhof ist schon in Betrieb. Noch habe ich keinen Zug gesehen. Aber hier müsste irgendwann mal kommen. Durch diesen Tunnel. Passagiere letzte Woche 0. Naja, gut, okay. Warten wir mal ab. Wenn es hier viel Industrie etabliert ist, dann sollten auch die Züge kommen. Das seht ihr aber dann in der nächsten Folge. Ich darf mich ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage bis gleich in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass wir dann unsere ersten Züge hier auch betrachten können. Gerade die Intercity-Züge für den Personenverkehr. Bin ganz gespannt, wie sich das hier auf die Wirtschaft auswirkt. Vielen Dank und bis gleich, ihr Lieben. Macht's gut!